Einen wunderschönen guten Morgen aus Schleswig-Holstein, aus der Landeshauptstadt Kiel. Tja, warum sind wir in Kiel? Wir haben uns ganz kurzfristig noch zu einer kleinen Reise nach Norwegen entschlossen. Es geht für ein paar Tage mit Color Line, mit der Color Fantasy nach Oslo, in die Hauptstadt dieses wunderschönen Landes. Tja, und obwohl das jetzt keine richtige Kreuzfahrt ist, sondern mehr eine Fährüberfahrt mit Kreuzfahrtcharakter, freuen wir uns unheimlich drauf. Und euch nehmen wir die nächsten Tage wieder mit. Wir wünschen euch viel Spaß auf unserer Oslo-Reise 2018. Tja, und falls sich jemand von euch fragt, warum wir diesen Vlog hier in Kiel starten und nicht bei uns zu Hause, das liegt einfach daran, wir sind gestern Abend schon angereist mit der Bahn. Da gab es mal wieder ein richtig günstiges Sparangebot und wir kamen da sehr, sehr preiswert mit der ersten Klasse per ICE von Stuttgart nach Kiel. Tja, und das hat sehr gut funktioniert. Dann haben wir uns im Internet noch ein Hotel gesucht. Da sind wir bei booking.com fündig geworden. Das Hotel heißt Berliner Hof. Das liegt hier direkt am Bahnhof. Tja, das ist wunderbar. 3 Sterne Superior Kategorie, also nichts Besonderes, aber wirklich schöne, saubere Zimmer, gutes Frühstück inbegriffen. Tja, und jetzt haben wir es kurz vor 9 und Benny und ich machen uns jetzt auf den Weg zum Color Line Terminal, mal schauen, ob unser Schiff schon da ist oder gerade beim Einlaufen ist. So, unser Schiff ist da, das heißt ab ins Hotel, Koffer schnappen und nichts wie ab an Bord.
Wow, was für eine Show. Ihr habt sie gerade eben selber gesehen. Das war vielfältig, das war einfallsreich, das war gesanglich ganz arg toll. Also da braucht sich die Colorline vor gestandenen Kreuzfahrtreedereien wirklich nicht zu verstecken. Das war ausgesprochen gut. Ja, ausgesprochen gut gibt mir das Stichwort. Wir waren gerade im Grand Buffet Abendessen. Auch das war ausgesprochen gut. Ein tolles Buffet mit einer richtig großen Vielfalt. Klar, das hat seinen Preis, aber das war es auf jeden Fall wert. Tja, und das war dann unser erster Tag unserer Norwegenreise 2018. Morgen geht's dann mit dem Einlaufen in Oslo für euch weiter. Und dann werden wir uns auch schon einen Teil der Stadt mit euch anschauen. Falls euch das Video heute gefallen hat, wäre es toll, ihr würdet uns einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch ein Abo. Tja, und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut. Euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.